Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht. Wobei, nein. Damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars: Die komplette Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Wir laden unser Spielstand Nummer 1 und wir starten gleich, nachdem ich jetzt hier noch im Shop was gekauft habe, den Collecting Guide, also den Guide, wo mir alle Minikits, Herausforderungen später und alles mache. So, jetzt haben wir hier den Superschlag und dann können wir jetzt auch direkt in Episode 6, Episode 1, Kapitel 6 meine ich natürlich. Und jetzt hinein mit uns, Herr Qui-Gon Jinn, Chim Chimini, Chim Chim, Qui-Gon Jinn. Und willkommen Darth Maul, freies Spiel und bitte, zack. Einpacke wäre mit der Darth Vader und genau, ich erkläre euch nochmal kurz das Konzept. Ihr seid jetzt eine Minute dran geblieben und dann das Konzept ist, wir machen alles Unwichtige mal 4 und alles was wichtig ist, machen wir natürlich in normaler Geschwindigkeit und ja. So, jetzt seht ihr halt einfach nochmal hier das Level, wie ich das schön 100% mache, den Darth Maul einen auf der Äpfel hau und ihn und mich selber noch ein bisschen verschlagen lasse, dann boxen wir ihn wieder weg. Lenke die Schüsse wieder zurück, bringe der Darth Maul dann erst einmal hier weg und dann sammeln wir auch noch Minikits nebenbei, währenddessen wir hier gegen den Darth Maul kämpfen und so, einmal das hier zusammenbaue, dann steigt nämlich das Schiff hier auf. Dann hampelt ihr kurz nochmal hier rum, wechselt zum Jar Jar Binks und so, oder zum Gungan, irgendjemand der hochspringen kann. Und ja, so habt ihr das erste Minikit jetzt hier bekommen. So. Dann gibt es noch geheime Münze, die ihr freischaltet, sobald ihr jetzt das Schiff dort rausgelassen habt. Habt ihr ja gerade gemacht. Und hier oben ist nochmal ein Minikit. Und bitte. Tag. So, jetzt fehlen uns noch 7 Minikits. Eigentlich noch 6 Minikits. Aber eins habe ich beim Spielestand nachhole, noch nicht nachgeholt. Also, vorgeholt. Beziehungsweise habe ich einfach schon eingesammelt gehabt. Und da habe ich halt kein Videomaterial mehr davon. Habe ich leider auch von den anderen immer, deswegen muss ich die Levels halt mehrmals spielen. Auf zwei unterschiedliche Spielstände und wenn das klappt, dann geht es. So, dann springt jetzt hier hoch. Andere Darth Vader hilft mir auch. Dann hebt euch gegenseitig mit der Macht nach oben. Springt dann hier hoch. Dann lauft ihr nach dort vorne. Dann braucht ihr Imperialer. Da der Darth Vader Imperialer ist, kommt er logischerweise auch dort rein. Jetzt scannt ihr euer Gesicht und ihr könnt den Raum hier betreten. So, dann müsst ihr jetzt hier alle Lichter aktivieren. Das ist ein bisschen schwierig, weil ihr noch ein paar Droide bekämpfen müsst. Aber dazu gibt es ja den Geschwindigkeitseffekt hier. So. Oh, ich erinnere mich daran, was ich angehört habe, wo ich das aufgenommen habe. Also aufgenommen, nicht die Stimme, sondern nur das Videomaterial. So. Dann brauchen wir jetzt hier noch das Letzte. Das holen wir uns, sobald wir den Blödmann hier zerstört haben. Genau, und wie ihr gerade eben schon gesehen habt, sind wir auf so Gegenstand drauf gestanden. So, und hier ist jetzt dann das sechste. Genau, und dann bekommen wir hier das Minikit. Das werden wir jetzt direkt einsammeln. Und dann werden wir noch den roten Stein organisieren. Gleich will ich auch entdecken, wie man das macht, nachdem ich jetzt hier auf das gestanden bin. Vorhin haben wir ja das andere noch aktiviert. Jetzt lauft ihr hier schön das Gitter, die Gitterkreuzlinie hier ab und steht einmal auf die Dinger, die leuchtet dann so rot auf. Und dann kommt gleich der rote Stein. Vielleicht habt ihr es ja gewusst, den Steinefinder, den ich hier anhabe, ist der Powerstein-Detektor. Und da die rote Steine Powersteine sind hier noch im Spiel oder so genannt wäre Powersteine, zeigt der Powerstein steht. Powersteindetektor mir die rote Steine. So, und Speed wird wieder aktiviert. Und genau. So, dann einmal hier entlang. So, dann müsst ihr einmal die untere Reihe ablaufen und ganz nach hinten gehen. So, dann wechselt jetzt zum Kopfgeldjäger. Und hopp. So, dann wartet ihr kurz. Oder schießt selber ab. Sammelt das Minikit ein und befördert euch jetzt nach oben. So, mit Gangen hätte er dann natürlich auch 2 Ebenen hochspringen können, aber so geht's auch. So, dann wechselt ihr zu jemandem mit einem Greifhake. Ihr macht hier Speed mal 3 an, weil das hier noch so eine Art Versteck ist. So, das, was jetzt gleich Wichtiges kommt, seht ihr gleich. Nämlich müsst ihr hier einmal so machen.
Dann müsst ihr zum Gangen wechseln. Ja doch, Gangen. Alle, die hochspringen können, sind eigentlich nur Gangen im Spiel. So, eingesammelt. Und jetzt kommt die normale Geschwindigkeit mal 4 wieder an, weil mir habe ja das Versteck hier bereits erkundet. So, zack. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So, ja, perfekt. Jetzt sind wir hier drin. So, da könnt ihr rüber, wenn ihr Protokolldruide aktiviert. Dann bekommt ihr nämlich dort auch 10.000 Münze, wenn ihr nicht so doof seid, wie ich gerade eben. Sag, weil ich habe 2 Anläufe gebraucht. So, jetzt macht ihr dasselbe nochmal hier drüben mit mir Imperiale. Ja, er winkt. So, öffnet sich, schnell rüberspringe. Und dann fährt die Kapsel oder was auch immer das ist darüber zum Minikit. So, jetzt wähle uns noch 4 Minikits. Genau, und ein Minikit befindet sich in der Türme, wo wir hier gerade rumfahren. Und ja, jetzt haut der Darth Maul ab, aktiviert die Kommandodruide, die Kommando-Kampfdruide meine ich natürlich, die wir jetzt hier gleich bekämpfen müssen. Ja, so. Da einmal hier war es noch nicht. Das bedeutet logischerweise bleibt nur noch eins übrig, nämlich den Turm hier. So, im anderen Spielestand gehen wir jetzt hier hoch, sammeln das Minikit ein, damit ihr das nochmal gesehen habt. 1 von 10 wäre jetzt unser 8 von 10, oder? 8 von 10. Ja, genau, das wäre jetzt unser 8 von 10, das Minikit. So. Gut, dann werden wir jetzt den anderen noch töten, damit es da drüben weitergeht. Da sind noch ein paar Münzen, die will ich natürlich auch mitnehmen. So. Dann ist der jetzt tot. Wir sind wieder gestorben beim Versuch, die blauen Münzen zu holen. Und ja. So, jetzt müssen wir nur noch die Zerstörer-Druide bzw. Druidikas zerstören. Wenn man jetzt so doof ist und rüber runterfällt, dann klappt das auch. So, weiter geht's. Dann hier einmal zack, zack, hier die Türe öffnen und so weiter. Und dann kommt der auch dort durch. Dann haben wir gleich nämlich auch das nächste Minikit. Und ja. So. So. Okay. Hier gibt es noch ein paar Münzen, wenn er die Dinger aktiviert. So. Da müssen wir nämlich jetzt gleich hoch. Das werdet ihr aber gleich sehen. Und genau. So. Wechseln wir zum Gangen. Hopp, hopp. Und Minikit Ahoi. So, jetzt fehlen uns noch 2. Ja, doch, dann hatte mir vorhin 7 von 10, nicht 8 von 10. Egal. So, jetzt müssen wir ihn ein bisschen schlagen, damit er das Ding da aktiviert. Dann können wir mit dem Jar Jar Binks da nach da oben. Wie gesagt, auch mit Megangen möglich. Und dann haben wir 9 von 10. Das heißt, wir schlagen ihn jetzt nochmal. Hat er ja gerade gemacht. Dann hopst du ja hoch und hab 10 von 10 Minikits und den goldenen, rote Stein mit goldener Stein. Oh. Ich bin heute voll noch im Deku Star Wars das Erwachen der Macht Modus drin. So, 9%, das ist ja noch vom zweiten Spielstand, wo mir ja nur das Minikit gesammelt habe. Zack. So, erstes Minikit. Dann springen wir rüber. Null Schwerkraftsprung haben wir gerade freigeschaltet. Dann bekommen wir noch 107.000 Stunts, die wir jetzt hier schön auf unser Bankkonto gut geschrieben bekommen. Und genau. So, hopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So. Da haben wir kleiner wie heißt die nochmal? Sith-Infiltrator-Dinger gebaut. Doch, Infiltrator. Egal, Minikit, goldener Stein haben wir gekriegt. Und wahre Meister hatten wir ja auch schon. So, danke fürs Ansehen. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr dieser Videos hier. Zurück zur Mos Eisley Cantina und hier könnt ihr zur nächsten Folge. Tschüss!